schalt am Fernseh ein. Heute ist wieder Plappertheim. Oh, was macht ihm da der Jürgen? Tut nicht göttig, lieber Bürgen. Der Thomas, na, wer kennt sie aus? Der Thomas wird ein Mickey Maus. Wetten, dass die Matz ab ist, wenn Dalli Dalli Herzblatt frisst. Oh, 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 was ist denn da? Lohnen. Schau, der Hirsi und der Moik mischen sie grad und das Volk. Mei, oh mei, was muss man lagern? Und dann die Topf für Witzel machen. Birndl auf dem Achterdeck, Mary singt so schön, bleib weg. Oh, 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 was ist denn da? Oh, 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 das ist für meine Show. Show, 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 show. Es ist ja so, dass die Leute halt immer fauler werden. Und das kommt von der Fernbedienung. Nicht? Früher, da hast du 5 Programme gehabt, nicht? Da bist du am Abend 20 mehr aufgesprungen, da hast du umgeschalten davon, da hast du Leben reingebracht in die Bude, verstehst du? Da bist du gerannt und gefetzt, da bist du jung und schlank geblieben. Nicht? Aber heutzutage nicht, hat jeder seine Fernbedienung in der Hand, dann schaltet er mal an, dann geh, hockt da und so, ja. Ja, ist natürlich klar. Ich sag's ganz ehrlich, bei deinen großen Wohnzimmer nicht 16 Programme. So einen Fernsehabend, den darfst du konditionell überhaupt nicht mehr durchstehen. Ich bin ja ganz ehrlich, gell. Also ich stehe nie auf, gell. Ich bleibe ja wirklich flacker, gell. Das ist mir wurscht. Oft, weißt du, da verlierst du die Fernbedienung, dann rutschst du irgendwo unter das Kanapein oder verliegst das, hast du eine Zeitung drüber gelegt, gell. Ich lasse das Programm weiterrennen, das garantiere ich dir. Da kenne ich nichts da. Jetzt habe ich eigentlich mit der Dummheit ich mir eine Diskussion anschauen müssen. Ja? Na, ich bin ja nicht aufgestanden, meine Alte war nicht da, habe ich gesagt, na lass mal laufen. Ja? Habe ich da eine Diskussion angeschaut über Sucht und Drogen. Ja? Mein lieber Vater da. Ich glaube, ich habe 8,5 Bier bei der Diskussion da drüber. Aber schon gleich da. Was ist denn heutzutage noch wirklich rein? Was ist denn noch wirklich sauber? Was ist denn noch wirklich schön? Im Fernsehen ist es für mich die volkstümliche Musik. Und ich sag's euch, da bringen die Privatsender die besten Programme. Nicht? Du, das klingt, wenn die Maria Hellwig vom Kirchturm aber singt. Aber das klingt. Verstehst du? Da spielt's mit dem Schlagzeug unter die Kirche drin, aber das hat einen Klang. Das hat einen Sound, verstehst du? Und warum? Weil sie es kennen, verstehst du mich? Weil sie halt noch spielen können, weil sie noch echt sind, weil sie noch ehrlich sind. Ne? Der Kanal 8, das ist mein Sender, das sage ich dir. Der Kanal 8, das ist mein Volkssender. Ja, dann zieh jetzt einmal Rucker. Ja, ich rucke zu meinem Kanal 8, da werden sie staunen. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott, die Jungen. Grüß Gott, die Alten. Grüß Gott, die Mittleren. Grüß Gott, die Kleinen.
bei unserer Sendung Unser Land und unsere Leid. Und heute, da fahren wir rauf mit unserem Übung auf Thüringen. Und da besucht man ein ganz ein trauriges Dirndl. Und das werden wir mit unserer Musik wieder richtig aufbauen. Warum sitzt du so traurig vor mir? Dirndl so jung und so zart. Man hat dich belogen, man hat dich betrogen. Deine Jugend, die war hart. Aber mein Kind, die Zukunft, die kommt. Und die Zukunft, die kommt ganz bestimmt. Und weil's im Leben heut immer so ist, drum sag ich dir das vorhin ganz gewiss. Dirndl, es geht schon wieder weiter. Am Kopf hoch und fass wieder Mut. Dirndl, es geht schon wieder weiter. Es wird alles wieder gut. Der Sing in ein paar Jahren ist vergessen, was war. Du stehst vorm Regal und es ist alles normal. Du kaufst, was du magst, und du tragst, was du tragst. Und du sagst, was du sagst, es ist egal. Die Erinnerung bleibt, wie es Leben heut so schreibt. Und du denkst zurück an die Zeit. Du denkst zurück an mich, wie ich gesungen hab für dich. Dirndl, jetzt hör noch mal hin. So, alle miteinander. Dirndl, es geht schon wieder weiter. Ein Kopf hoch und fass wieder Mut. Dirndl, es geht schon wieder weiter. Wir sehen, es wird uns wieder gut. Gut, liebe Land, liebes Land und liebe Leute, vergeht's gut. Und jetzt fahren wir mit unserem weiß-blauen Übung wieder rüber. Wir nehmen die 8, 9 und dann fahren wir um auf der Ostumgehung und dann fahren wir raus und schauen wir eine Brücke beim Naturdenkmal im Erdinger Moos vorbei. Und dann werden wir im Erkonti in Hallbergmoos ein Brunch machen, ein kurzes. Und dann fahren wir rüber nach Hofsingelding. Und da wird uns die Hinterhofer Kathi von Hof Singelding eine Brotzeit bringen und wird uns den neuesten Volkstanz zeigen. Also, auf geht's, Hammer's! Ja,
die Hinterhofer Kathi ist eine Bayerin und die steht normalerweise zwischen Kühen drin. Doch das war jetzt eng, sie wollte sich befreien, darum ging sie erst einmal in den Trachtenverein. Doch dies Jugendsinn und Jauchetsinn, dies Platteln und dies Dran, dies rührt sie bei der Kathi heute einfach nicht an. Es war immer noch das Gleiche, sie war immer noch gehemmt, darum ging sie mit dem Trend in Richtung Orient. Und da hat die Kathi diesen Kurs gemacht, seitdem schwärmt sie nur noch von tausend und einer Nacht. Und kommt sie am Abend von der Stallarbeit ins Haus, dann zirkt die Kathi gleich ihr Stollquandl aus. Weil die Hinterhofer Kathi ja so Singeding, die ist seit 14 Tagen eine Bauchtänzerin. Sie schnackelt mit den Hüften, sie wackelt mit dem Bauch, durch die Lüfte schweben Düfte, ein Rauchstein auf. Ja, ja, ja. Und sie legt die Kassette ein und locker ohne Stress zeigt sie, was sie gelernt hat bei der VHS. Der Mann, der stockt sofort das Fernsehprogramm und zündet für seine Frau ein Räucherstäbchen an. Ah, der Stopselclub und der kleint ihr Zuchtverein, die laden die Kathi jetzt zum Auftanzen ein. Sie bringt ihre Barbaro Oriental Show und sie fängt zuerst einmal im Dirndl-Bandl an. Dann reißt sie das Dirndl runter, zahnt im Unterrock. Die Musik wird ganz anders, ein kultureller Schock. Doch alles halb so schlimm, weit runter hat sie ja noch ihr Bauchtanz-Bikini mit die Gliegerl droh. Weil die Hinterhofer Kathi aus dem Single-Ding, sie ist seit 14 Tagen eine Bauchtänzerin. Sie schnackeln mit den Hüften, sie wackeln mit dem Bauch, durch die Lüfte schweben Düfte, ein Rauch steigt auf. Ja, 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 ja. In Hofsingelding, da ist jetzt der Teufel los. Das kommt ohne Zweifel von der Kathi bloß. Der Lallinger Hans und der Hausinger Urban, die hocken beim Wirt bloß noch mit einem Turban. Auch der Hupfer Bast und der Seiler Schoschi, die gründen einen Verein zum Bau einer Moschi und fordern nach dem 10. klaren Englische in Hof. Der Pfarrer, der ist schon ganz verzweifelt, die Heiden muss man meinen, er hat alle verteifelt. Die Kathi, die Sekt ist nicht so diabolisch, weil sie bleibt ja doch auf jeden Fall katholisch. Weil die Hinterhofer Kathi aus dem Singelding, die ist seit 14 Tagen eine Bauchtänzerin. Sie schnackelt mit den Hüften, sie wackelt mit dem Bauch, durch die Lüfte schweben Düfte, ein Rauch steigt auf. Ja, hei, hei, hei.
Dankeschön, Kathi. Ein ganz fein, gell? Dankeschön, Kathi. So, und jetzt dürfen wir uns alle wieder ein bisschen ausrasten. Und es gibt eine Musi vom Wolfi und vom Ali. Ali, ich gehört habe, du heute nichts spielen Musik aus deiner Heimat. Du heute auch nichts spielen Musik aus Bavaria. Ali, was du spielen heute? Wir spielen heute eine rumänische Volksweise. Ah, du spielst rumänisch. Ja, also ein Lied und Tanz aus Rumänien. Wir haben es aber anders genannt. Also bei uns heißt das ein bisschen Transylvania Express, ist ein bisschen moderner. Ja, ich verstehe, ja. Du? Ja. Ich gehört habe, du spielst gut Santuri. Ja, du meinst das Hackbrett. Bei uns sagt man Hackbrett. Hackbrett, ich verstehe, ja. Verstehe. Mhm. Ali, woher du kommen? Wo du geboren? Ich, im Schwabinger Krankenhaus. München. Ja. Kennst du München? Ja, ich verstehe, ja. Du schon? Ja. Verstehen, also ja. Ich. Du. München. Ja, also bin ich geboren. Du, ja. Du sprechen gut Deutsch. Ja, ich schon. Ich Ihnen wünschen viel Spaß. Thank you.
bleiben wir doch daheim. Back to the roots, wenn man so schön bayerisch sagt. Ja. Bayerisch leben, bayerisch arbeiten, bayerisch betten, bayerisch warten, bayerisch wetten, bayerisch schlafen, bayerisch drama, bayerisch Fernsehen, so ein Drama. Bayerisch handeln, bayerisch schenken, bayerisch kaffen, bayerisch denken, bayerisch kochen, bayerisch rein, bayerisch essen, bayerisch bein. Ich trinke einen Liter Kaffee, bevor ich in die Arbeit gehe. Mein lieber Kassimir, gibt's um 9:30 um 12 in der Kantine. Löffel mir die Fleischerine, ein Schnitzel mit Pommes frites und dann als Nachspeise Kaiserschmarrn. Weil wir sind gut essen, unser Hunger. Je mehr wir verdrucken, umso mehr kriegen wir schlucken. Wir machen alles nieder, wir fressen alles zusammen, weil wir heute bei Hunger haben. Hey, alles tanzt und singt und trinkt jetzt mit. Kräuter bitte hinterher. Bitteschön, oh jawohl, danke schön daher. Warum sind wir jetzt noch nicht satt? Wir haben ja noch keinen Kuchen gehabt. Ha, ich mag jetzt noch ein Eis und du? Ich bitteschön noch ein Tiramisu. Und noch ein Split Banane. Aber bitte doch mit Sahne, weil wir sind. Unser Hunger, der wird besser, je mehr wir verschlucken, umso mehr können wir schlucken. Wir machen alles nieder, wir fressen alles zusammen. Sagt mei Mari, heut käm am Roman Schade. Jo hocken wir beieinander, bei Hummer, Lachs und Sander. Wir speisen wie die Römer, weil schlank sein, das ist schöner. Wir schichten locker rein und gehen dann noch. Usbeken und die Tadschiken,
gibt's keine Weißwürst und keine dicken Apfelstrudel, Semischmarrn, wenn die Inder auch nicht haben. Kein Schnitzel, keine Wiener haben die Leid in Palästina. Leberkäse mit Ei, das gibt's alles nicht in der Mandschurei. Mei, geht's uns gut. Mei, geht's uns gut. So gut, als wir's uns geht, geht's die anderen. Einen Schari-Wari haben. Schafkopfe und Wappen, das gibt's alles nicht bei den Mulatten. Drunten da in Samar, da gingen fein die Dirndl noch ohne Dirndlgewand. Glaubst, dass jemand in Taschkent an Rudi und an Wolfgang kennt? Mei, geht's uns gut. Mei, geht's uns gut, so gut, als es uns geht, geht's die anderen. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich zu unserer 3499. Sendung vom Gesundheitsmagazin von Turn und Praxis begrüßen. Heute in der Praxis die Meyers und wir beschäftigen uns mit dem Thema Gesundheit und Erfolg. Grüß Gott einmal, die Herren. Herr Zapf, wie wirkt sich denn bei Ihnen Ihr Erfolg auf Ihre Gesundheit aus? Oh Mann. Ja. Ich wache in letzter Zeit immer sehr früh auf, also ich kann morgens meistens nicht mehr schlafen. Ja, wann wachen Sie denn auf, Herr Zapf, wenn ich Sie sowas Intimes hier fragen darf? Ja, schon sehr früh, bevor der Postbote kommt. Ja, bevor der Postbote kommt, Herr Zapf. Wann kommt denn der Postbote denn bei Ihnen? Ja, wann kommt jetzt der? Am Samstag kommt er früher. Ja, genau, Herr Zapf. Ich danke Ihnen für diese detaillierte Auskunft. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Erfolg hat seinen Preis. Der Postbote kommt am Samstag früher. Sonntag. Nun, meine Damen und Herren, Herr Neumann, Sie sind ja Musiker, Sie sind Gitarrist. Wie wirkt sich denn bei Ihnen das dauernde Üben auf der Gitarre, die Läufe rauf und runter, der Umgang mit der Technik, mit den Hebeln, mit den Knöpfen, mit den Kabeln und alles, was Sie hier, der ganze Lautstärke, der Lärm und so weiter, sind Sie öfters abgespannt, sind Sie nervös, haben Sie Magenbeschwerden, haben Sie Drücken im Oberbauch? Wie wirkt sich denn das bei Ihnen aus, Herr Neumann? Könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Ja,
Wie wirkt sich der Erfolg? Phosphat Urgel, jetzt fällt's mir ein. Phosphat Urgel, das ist meine Sponsoringfirma. Nee, Herr Neumann. Ich möchte gerne meiner Sponsoringfirma recht herzlich danken für die Finanzierung und die Werbekampagne. Herr Neumann. Und überhaupt, dass wir da in die Sendung... Rausschneiden, aus, nix. Also, dass wir da in die Sendung... Das schneiden wir natürlich raus, gell? Das aber ich hab's ja doch gesagt in der Garderobe. Nein. Von Sponsoring war nichts ausgemacht. Und was ist mit dem Song? Ja, das Lied wollen wir natürlich hören. Wir wollen hier, hier steigen wir wieder ein. Also, wir spielen jetzt das Lied wieder ganz gut drauf. Die Meyers, wieder ganz gut drauf. Was wünschen wir uns denn eigentlich noch mehr? Wieder ganz gut drauf. Entschuldigung, könnten Sie das dabei halten, bitte schön. Bin gleich fertig. Okay. Auf geht's. Spürt's an manchen Tagen, dieses Ziehen da im Magen, der feine Geschmack am Zünger und das Stechen da im Lünger. Doch wie gut schmeckt doch im Wetter so ein Morgenzigarette, der Kaffee schwarz mit Zucker zum Tablettenschlucker, dann bist du wieder ganz gut drauf, yeah, wieder oben auf. Es ist alles geregelt, hat sich alles eingepegelt, du bist wieder. Ganz gut drauf. Dein Job, das ist die Härte, ja, da bist mit 40 Gefährte. Der Stress ist dein Begleiter und die Uhr tickt immer weiter. Wenn man bloß ein bisschen schaukt, das Ohr noch nicht vom Stangerl haut. Man nimmt sich frei jetzt am Sonntag, trinkt Doppelherz statt Cognac. Dann bist du wieder ganz gut drauf, yeah. Alles geregelt, hat sich alles eingepegelt, du bist wieder oben auf, yeah, 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 yeah. Spürst es ganz tief in dir drin, irgendwann, da schmeißt du alles hin. Dann ist Schluss mit der Karriere, dann machst du nur noch aufs Familiäre. Dann bist du nur noch daheim, deine Frau, die wird sich freien. Du färbst die ersten grauen Haare, du hast nur noch 30 Jahre und bist immer noch ganz gut. Es ist alles geregelt, hat sich alles eingepegelt, du bist der Meinung. Ja. Hey, total gut drauf. Weißt du, was ich sag's? Total gut drauf. Der Meinung. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sag. Was ich Ihnen sag? Der Gesundheitsminister, der immer unter die Augen kommt. Entschuldigung, Herr Seehofer, das ist mein letzter Mantel. Könnten Sie mal auf Pause drücken? Nein. Der Doktor braucht dringend eine Pause. Drück das bisschen auf Pause. Ja, Herr Seehofer, danke schön. Sie mich, wenn ich den finde. Ja.
So, wie gefällt euch denn jetzt eigentlich also unser Programm? Wie gefällt euch denn eigentlich jetzt so unser Programm? Sehen. Auf einer Cocktail-Karte quen, Krawattenwirschall und die Weiber hängen in die Teilen. Kleider zum Essen gab's was ganz was Feins. Dann ging's ums Thema Nummer 1. Man witzelt und man spitzelt rum. Die Witze wären schon ganz schön dumm. Bis du ein Paar dann direkt packst und sie auf den Kopf zerfragst, auch wenn's ans Eingemachte geht. Wie oft geht's dir miteinander ins über dies, na du red mir nicht, ja bei dies, ja bei dies, kann ich so nicht gehen. Über dies, na du red mir nicht, ja bei dies, kann ich so nicht gehen. Es ist schon peinlich, gelle, frag's jemand auf der Stelle. Sag einmal, hey, was verdienst jetzt du? Das Gesicht versteinert sich im Nu. Vielleicht hat er noch im Petto. Meinst du brutto oder netto? Stehen da noch ein paar Leidl rum und du sagst, hey, steh dich nicht so dumm. Gehst mal nie, verstehst auf die Hand, dann schwitzt jemand in die Wand. Man redet nicht über dies, meine Kollegin, die kommt Kaffee Brown und durchgestylt vom Urlaub heim. Und wie sie da direkt vor mir steht, sag ich, hey, täusch ich mich oder nicht? Du hast doch schon einmal mehr Falten gehabt, dann sechs du, wie's Kiefer runterklappt. Unter der gefärbten Dauerwelle kriegt's einen ganz einen roten Belly. Nein, ich kann das gar nicht fassen, wie hast du den das machen lassen? So einfach geht doch So. Wunderbar. Ich mache gerade einen Film, nicht, über das Kabarettpublikum, du jetzt eine Zeit aufnehmen. Ich nehme grundsätzlich eigentlich alles auf, gell. Das ist ja wurscht, nicht? Landschaftsaufnahmen, Fußballspiele, im Moment da gerade Publikum habe ich aufnehmen. Publikum, gell? Also, ich glaube. Ha, sie kommen mal bekannt für. Aber das Gesicht kenne ich, sie habe ich schon mal drauf. Genau. Doch. Kabarett. War das in der Schillerstraße da im Keller drunter? Weißt du, Rotlicht, oder? Oh, da war ich. Aber da haben sie andere nicht dabei gehabt. Das war die nicht. Das war eine Blonde. Eindeutig. Entschuldigung. Ja, Mann, gut. Das ist. Ach so, ja. Na gut, die anderen schneiden wir aus. Das ist ja kein Problem. Das ist ja bloß für mein Homekino. Gell? Das Wichtigste ist, dass man einen Haufen Material hat, darum sammelt die Albe und
Das Wichtigste ist auch noch der Ansagetext. Du brauchst einen Ansagetext. Die ersten 500 Kassetten habe ich gemacht ohne Ansagetext. Gell? Die liegen jetzt alle im Heizungskeller unten. Brutal. Ich sage das, wenn du einen Ansagetext nicht drauf hast, dann brauchst du gleich gar nicht weitermachen. Jetzt. Darum sage ich gleich, heute machen wir einen Ansagetext drauf. Also, was ist denn heute für ein Tag? Der 20. oder was haben wir heute für einen? 22. Das war ja ganz gut gesagt. Haben wir Zeiten, ha? Den brauche ich für einen Ansagetext, der schaut gut aus. Den wir den für einen Ansagetext dann machen. Also. Heute ist der 22. Ja. Jetzt habe ich nicht drauf gedruckt. Vielleicht nochmal hier. Es war tot schnell ein bisschen, gell? Also, wichtig ist, dass man weiß, was für Zahl, was für Tag und so weiter, dann kann man die Sache einordnen, gell? Das ist gar kein Problem, ne? Das andere, was noch das Wichtigste ist, wenn man selber ein Filmer ist, nicht? Dass man auch schnell ist. Geschwindigkeit ist ja fast alles, gell? Wir sind mal heuer in Urlaub, habe ich gefahren, da auf Ungarn sind wir runter, da einfach mal Schäfer zum Kracht, verstehst du mich, ich sofort außer einen Seitenstreifen um mich, gell? Und renn zurück mit der Kamera. Ich habe so einen kleinen Japaner, habe ich aus der Tasche rausgerissen und renn zurück 3,5 Kilometer zum Unfallort, weißt du schon. Also du musst ja schnell sein, gell? Wenn du nicht schnell bist und du kommst erst nach der Polizei und nach dem Sanker, dann brauchst du gar kein Puttel mehr machen. Das ist ja klar. Tut die gehen ja nicht mehr weg. Meinst du, dass da ein Polizist seinen Arsch weg tut, weil du ein gescheites Puttel haben willst? Nix. Die messen umeinander, der Sanker fährt Führer, verstehst du? Die stellt sich mit seinem riesen Kiwi-Wong vor dir hin, hast bloß rote Kreuz drauf und sonst nix. Rühren kostet nicht, neben dir stehen noch 20 andere Videofilmer, verstehst du mich? Du hast ja gar keinen Platz, nicht? Ja? Brauchst gar nicht mehr anfangen. Geschwindigkeit ist alles, das sage ich dir gleich. Du, dann waren wir drunten in Ungarn, verstehst du mich? Wir sitzen da so da. Bringt der Kellner ein Cordon Bleu? Denk ich mir, ein Cordon Bleu, Hacko, Sakrament, das ist ja gefunden, das Fressen für einen Videofilmer. Reiß meine Kamera unterm Tisch drunter, habe ich selber drunter stehen, reiß ich meine Kamera raus, verstehst du mich? Halt auf den Kellner drauf, bringt der dieses Cordon Bleu meiner Frau. Sag ich, Rosi, ganz ruhig sein, ich werde immer sehr nervös, nicht? Vor der Kamera. Sag ich, spinnst du, das bin ja gerade ich, nicht? Du musst ja den Mensch hinter der Kamera sehen, oder? Ganz ruhig, ne? Die hat noch nie ein Cordon Bleu vor laufender Kamera gegessen, gell? Ja, wir haben ja alles schon drauf, nicht? Schnitzel, Wiener, haben wir schon alles aufgenommen. Ach, noch nie ein Cordon Bleu und auch noch nie in Ungarn, verstehst du mich? Und nicht um 13:29 Uhr in Debrecen, ich habe noch kurz einen Ansagetext draufgehauen, verstehst du mich? Und dann habe ich draufgehalten da. Eine halbe Stunde habe ich draufgehalten auf das Cordon Bleu und auf meine Frau, verstehst du mich? Bis zum letzten Brocken habe ich gesagt, zeig mir das durch da. Mein lieber Vater, du, die hat geschnappt, du. Hau, ehrlich war da. Ich bin den Ansagetext drauf gehabt hätte, kein Mensch würde wissen, dass das in Ungarn ist. Nicht? Ich habe bloß das Cordon Bleu und auf der Brust meine Frau und den Kopf halt drauf. Nicht? Mehr habe ich nicht drauf. Ne? Das ist ja klar. Das ist absolut wichtig, ne? Und dann habe ich noch einen Schwenk gemacht. Wichtigste ist, dass man nach einer halben Stunde einen Schwenk macht. Mache ich das jetzt einmal vor, ne? Wir machen jetzt einen Schwenk da oben, weil sonst wäre es langweilig, ne? Das ist eine Aufnahme, wird dann langweilig irgendwann, ne? Jetzt mache ich mal von Ihnen einen Schwenk da oben. Und jetzt filmen wir da mal die Kamera, gell? Ja, die erst herfilmen, dann filme ich zurück, das sage ich dir gleich. Da packe ich dich. Schau mal, wer links aushält von uns zwei, gell? Aha, du hast das auf dem Ständer, die Kamera, also du hast da leicht, gell? Brumm, verstehst du mich? Und dann habe ich wieder einen Schwenk gemacht. Brrr, und weiter. Dann filme ich da in Ungarn, gell? An die Wand hin. Habe ich da 5 Minuten durchgeschaut. Dann habe ich es gesehen. Das ist ja ein Zierteller. An der Wand hinter Zierteller. Und drauf ein Pferdefuhrwerk, dasselbe Teller, das wir in der Küche haben. Hätte ich ja gar nicht aufnehmen braucht. Das gibt's ja nicht, habe ich gesagt, geht zu meiner Frau. Habe ich da eine halbe Stunde durchgeschaut und das Zierteller angeschaut, gell? Jetzt haben wir es uns angeschaut. Neulich sind wir beim Essen gesessen, haben wir es uns nebenbei angeschaut, nicht die Ungarnaufnahme mit dem Cordon Bleu. Meine Frau hat ein Cordon Bleu gemacht, gell? Dann haben wir ein Cordon Bleu gegessen und drin haben wir es angeschaut im Fernseher. Nicht? Und gleichzeitig haben wir es noch mal aufgenommen. Wir haben die Kamera auf den Ständer gehabt. Haben wir uns aufgenommen, wir haben das Cordon Bleu geschaut und wir haben essen. Ein Drittopp in die Aufnahme haben wir gemacht, quasi. Aber schon so, wie ich wollte das sagen, der Kleider. Wir waren genau wie im Fernsehen, waren wir mit dem Essen fertig.
Dann sage ich nach dem Essen zu meiner Frau, du, jetzt pass mal auf, Rosi, ich gebe immer doch so viel Geld aus bei den Videotheken. Sag einmal, das kann man doch selber auch, oder? Also, ich meine, verstehst du mich? Ich muss doch nicht die ganze Zeit das Geld ausgeben, oder? Ich meine, wir können es doch, oder? Die Wäsche haben wir auch da. Stellen wir die Kamera auf und stehen dann und greifen wir an, oder? Ha? Naja, hat sie gesagt, naja, finde ich es nicht weiter verzeiht. Habe ich gesagt, kein Problem, ich sage kein Menschen was. Bleibt unter uns, wir können es ja wieder löschen, wenn es uns nicht gefällt. Ne? Dann haben wir angegriffen. Mein Lieber da. Ein Stress ist das Fall schon, ehrlich war da. Vor allem nicht mit dem Summ, gell? Ja? Du musst da immer wieder aufrennen und scharf stehen, weißt du? Ja. 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 Du meinst, du möchtest ja wenigstens ein scharfes Beutel haben. Verstehst du mich? Ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde haben wir Draht, gell? Mei, na ja. Wir haben uns dann noch hochgeschaut. Also, meine, eine halbe Stunde kannst du schon anschauen, aber dann weißt du das. Dann kennst du das. Ja. Aber so, von der Atmosphäre her war es auch wirklich schön, gell? Also, wir haben uns so ein Rotlicht besorgt, gell? Also, ein Rotlicht haben wir gesagt, brauchen wir. Dann bin ich zum Nachbarn umgegangen und habe so eine Hühnerlampe geholt. Es war schön warm, gell? Du musst ja bloß aufpassen, dass du deinen Arsch nicht verbrennst, gell? Ah, oh, wunderbar. Ganz gut. Aus Filz, Kartoffelchips und noch ein Pilz. Rollläden, Türen, alles ist dicht. Er löscht das große Wohnzimmerlicht. Alles ist gerichtet, alles okay. Er legt sich auf das Kanapee. Es ist 23:30 und im Bett ist schon die Mutti. Doch Fatih bleibt noch auf und schaut. Beim ersten Länderpunkt knabbert er noch Chips, beim zweiten lockert er schon seinen Schlips, beim dritten holt er sich die Brille und dann rückt er beim vierten etwas näher heran. Beim fünften beginnt die heiße Phase, er hat schon Schweißperlen auf der Nase, seine Hand greift nach einem Gutti, Fatih ist noch auf und schaut. Halb eins und Vati ist schlapp, es ist vollbracht, er schaltet ab. Er holt noch ein Tempo, weil er glaubt, sein letztes Bier verschüttet hat. Er wischt alles weg, schließt die Tür wieder auf und schleicht in das Schlafzimmer hinauf. Und im Bett liegt ein Zettel von der Mutti. Ich bin bei Herbert, wir schauen grad.
Der Linz mag die Kat, aber die mag ein Sepp. Der Sepp mag die Zins, aber die möcht ein Linz. Der Sepp, der Sepp mag die Zins, mag die Zins, aber die, aber die möcht ein Linz. Möcht ein Linz. Drum, drum, drum geht nichts zusammen, geht nichts zusammen, geht nichts drum, drum, drum geht nichts zusammen, geht nichts zusammen, geht nichts drum, drum, drum geht nichts zusammen, geht nichts zusammen, geht nichts drum, drum, drum geht nichts zusammen, geht nichts zusammen. Die Res geht in die Miss, die Res mag ein Pfarrer. Resi, ja du Besi, der Pfarrer, Gott bewahre. Resi, Resi, ja du Besi, ja du Besi, der Pfarrer, Gott bewahre. Gott bewahre. Drum, 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 geht nix zusammen, geht nix zusammen, geht nix drum, 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 geht nix zusammen. Geht nix zusammen, geht nix drum, 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 geht nix zusammen, geht nix zusammen, geht nix drum, 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 geht nix zusammen, geht nix zusammen. Der eine mag dies, der andere, das eine. Der eine mag keine, der andere bloß das eine. Der eine mag keine, der andere bloß das eine. Drum, drum, drum geht nichts zusammen, geht nichts zusammen, geht nichts drum, drum, drum geht nichts zusammen, geht nichts zusammen, geht nichts drum, drum, drum geht nichts zusammen, geht nichts zusammen, geht nichts drum, drum, drum geht nichts zusammen, geht nichts zusammen. Ich mag die und du, du magst mich. Es ist wie im Traum, ein Glück muss man haben. Es ist wie im Traum, ein Glück, Glück muss man haben. Muss man haben. Dann geht was zusammen. Geht was zusammen, dann, dann, geht was zusammen, geht was zusammen, geht was zusammen, dann, dann, geht was zusammen, geht was zusammen, geht was zusammen, dann, dann, geht was zusammen. Man fragt sich heutzutage immer mehr, wieso haut es zwischen den Männern und den Frauen nicht mehr ganz so gut hin. Das ist ganz einfach, weil die Frauen nicht mehr das machen, was die Männer sagen. Ja. Danke. Früher, da hat der Mann zur Frau gesagt, du Frau, gell, das magst du jetzt einmal. Hm? Dann hat die Frau gesagt, ja, und hat es nicht gemacht. Gell? Und heutzutage ist das ein bisschen anders. Da sagt der Mann zur Frau, sag einmal, kannst du nicht auch einmal, dass vielleicht du ein bisschen irgendwie, weißt du, verstehst du mich schon, was ich meine? Ja, und was sagt dann die Frau von heutzutage da drauf? Nein. Ja, sag einmal, hä, du,
Und was sagst du dann als Mann, wenn du alles gesagt hast? Wie lang sucht sie ihn schon, den idealen Mann? Locker, aber nicht schlapp soll er sein. Gut, aber kein Lapp soll er sein. Ein bisschen schon Macho-Manieren, gell? Aber auch ein paar Gramm Hirn zubacken. Aber auch zart soll er sein, weiß. Aber auch hart soll er sein. Ja, du spürst ja direkt schon. Ich war der ideale Mann. Aber mit mir, da habt ihr es schwer, weil ich geh nicht so leicht her. Sexy, aber kein Sexist soll er sein. Nicht zu groß und nicht zu klein. Einer, der immer da und auch dort ist und auch ab und zu mal fort ist. Einer, nach dem man sich sehnen kann. Einer, an dem man sich lehnen kann. Der Frau beschützt und nicht beengt. Und wenn's fremd geht, sich nicht erhängt. Ja, doch spür ich's ja direkt. Ich war der ideale Mann, aber mit mir, da hat's es schwer, weil ich geh nicht so leicht her. Hier sind die Männer. Den Haushalt macht und doch noch ganz gut riecht in der Nacht, der den Morgentee ans Bett bringt und ein Einschlafliedlein singt, der das mit Finanzamt regelt, geh und nicht rumsauft und nicht kegelt, kurz gesagt, ein Mann, ein Wort. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Er spielte bei Richard Strauss am Konz und jeder hat gleich gemerkt, der Bub, der kommt. Ja, der Franzi, der war so begabt, einen solchen haben sie am Konz noch nie gehabt. Er spielte Mozart, Salieri und machte mit Frescobaldi Karriere. Die Soli, so klar und virtuosi. Ein jeder fragte sich, wie macht er das bloßi? Wie trifft er die Töne und Saiten mit den Hämmerchen dazu noch von Weitem?
Er spielte im Orchester und auch alleine und auch in Tokio und in Paris an der Seine. In London, in Landau, in Peking, in Stockdorf, in Brien und Naeting. Aber einmal, da saß vorne außen rechts eine Person weiblichen Geschlechts. Nach dem Konzerte gestand sie dem Franze, sie spiele Gitarre und hieße Konstanze. Auch der Franze fand sie ganz nett und lud sie gleich ein zum Duett. Lydisch und phrygisch, diatonisch, aber immerzu klang es harmonisch. Und bei der spanischen Romanze, da checkt es auch der Franze. Wenn es schon eine gibt im Leben, dann kann es nur die eine geben. Und er spielte noch rauf. Und fragte sie ganz spontan, no, was ist? Sie zupfte ein weiches I und schluchzte dann, okay. Es begann eine Zeit voller Glück. Der Ton macht eben die Musik. Gab's irgendeinen Streit oder auch Kummer, dann spielten sie gleich die romantische Nummer. Nach 7 Jahren Romanze, da kriegt der Franzi schon a kleinen Franzi. Und irgendwann sagt dann die Konstanze, du, hey, jetzt gelangt mir fei das Ganze, gell? Ich habe jetzt genug von der Harmonie. Jetzt haben wir einmal gescheit hin.
14 Tage war ich jetzt im Urlaub im Keller gesessen, Tag und Nacht, und hab mir das alles so geschaut. Zwei Abspielgeräte habe ich, und da kann man sich das alles so schauen. Und nebenbei habe ich noch mich aufgenommen, wie ich das so schaue. Meine Frau hat gesagt, sie kann mich gar nicht mehr anschauen, wie ich das alles so schaue. 14 Tage war ich jetzt im Urlaub im Keller gesessen, Tag und Nacht, und hab mir das alles so geschaut. Jemand muss sich doch das Ganze anschauen. Jemand muss doch eine Ordnung einbringen, oder? Es muss doch einmal jemand kommen, der wieder Ordnung einbringt, oder? Jemand muss doch einmal einen Hackel reinhauen und muss sagen, so und so, nicht? Man muss ja wieder was draufschreiben. Ich habe 500 Kassetten. Ohne Ansagetext. Man muss doch die selbst wieder auseinanderhalten und zusammen da und auseinanderschneien und einschneien und auszuschneien. Schauen Sie mich nicht so an. Ich habe sie auch aufgenommen. Sie habe ich aufgenommen. Ich habe sie alle aufgenommen. Ich kann sie auch wieder auszuschneiden. Das ist kein Problem. Es ist technisch überhaupt kein Problem. Aber es kommt so viel neues Material dazu. Und ich weiß nicht, wann ich das anschauen sollte. Ich habe keinen Urlaub mehr. Was soll ich denn das Cordon Bleu jetzt hin tun? Warum ist mir so komisch heut, komisch ist es schon. Dass mich heut gleich gar nix gefreut. Komisch ist es schon. Aber wenn's grad komisch war, dann war's ja gar nicht schlimm. Aber weil's nicht komisch ist, geht's mir nicht aus dem Sinn. Dass weder wieder gar so spinnt, komisch ist es schon. Ob das alles noch so stimmt, komisch ist es schon. Aber wenn's grad komisch war, dann war's ja gar nicht schlimm. Aber weil's nicht komisch ist, geht's mir nicht aus dem Sinn. So viel mit der Haut was haben, komisch ist es schon. Dass so viel Kinder husten dann,
grad komisch war, dann war's ja gar nicht schlimm, aber weil's nicht komisch ist. Dass wir sagen, ja, uns geht's gut, komisch ist das schon. Dass man alles weiß und doch nichts tut, komisch ist das schon. Aber wenn's grad komisch war, war's ja gar nicht schlimm, aber weil's nicht komisch ist, geht's mir nicht aus dem Sinn. Eine Zugabe haben, oder? Das ist ja klar. Hätte es ja geil sagen können, oder? Haben wir es. Jetzt sind wir wieder laut. Was ich weiß, ist, dass sie Anneliese heißt. Und sie ist so schön und sie wirkt so souverän. Bloß ich bin so schüchtern, so ruhig und so nüchtern. Bin so wenig locker, ich hab so viele Blocker. Ich hab auf deinen Frust und keine Haare auf der Brust. Ich bin in einer Krise, zwecks der schönen Anneliese. Es ist keine Bagatelle, ich quäle meine Seele. Ich weiß es mit Bestimmtheit, es liegt an meiner Kindheit. Ich brauche Analyse, zwecks der Anneliese. Ich muss zum Psychiater, zwecks der Mutter und der Vater, ja. Ich brauche Therapie. Und ich geh zum Therapeut und der hat sie richtig frei. Und ich lieg mir auf die Sofa und ich fang gleich und zum Schlafen. Ich muss auch wirklich Drama vom Papa und der Mama. Er macht ein Psychodrama. Und ich mach der Hammer, ich schau auf, oh yeah. Und zerfetzt das Kanapé. Schmeiß die Zehner weiße Küssen auf mein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich werd zum Tiere. Ich rob auf alle Viere. Ich beiß dem Therapeut in die Wadeln, noch so schreit. Ich mach eine Analyse, zwecks der Anneliese. Ich bin beim Psychiater, zwecks der Mutter und dem Vater, ja. Ich mach eine Therapie. Ich setz mich ganz cool auf den heißen Stuhl. Ich bin auch gar nicht stur, ich mach den Schrei mit der Uhr. Die Funktur mit Akku, die bringt mich ganz auf Zacku. Ich bezahle im Bar und es war's dann schon ein. Meine Analyse, zwecks der Anneliese. Ich war beim Psychiater, zwecks der Mutter und dem Vater, ja. Ich war in der Therapie. Und dies war ein Erlebnis. Und was ist jetzt das Ergebnis? Statt zur Analyse gehe ich jetzt zur Anneliese. Und ich sag zu ihr, du, wie wär's mit mir? Sie lächelt mich an und sie flüstert dann,
ich bin aber so schüchtern, so ruhig und so nüchtern, ich bin so wenig locker, du, ich hab so viele Blocker. Liebe Anneliese, das ist eine schwere Krise. Ich weiß es mit Bestimmtheit, das liegt an deiner Kindheit. Liebe Anneliese, mach eine Analyse, ich bin doch ein Mann, der das verstehen kann, weil ich war in der Therapie. Ein paar Monate gehen vorbei, ich krieg eine Karten aus Hawaii, Therapie abgebrochen, sind in den Flitterwochen. Schnell ist es gegangen, im fünften Monat schwanger und es war eine feine Sache, meine tapferte Mann. Bei der Analyse statt der Analyse und jetzt bin ich platt, der Psychiater ist der Vater, weil sie war in der Therapie. Tscha, tscha, tscha. Konstanze, der Mann am Drei-Tage-Wart, an den Gitarren, Komposition, Wolfgang Neumann. Der Meister am Hackbrett, am Akkordeon, am Keyboard. Franzi Romanze, Rui Zapp. An der Fernbedienung. An der Videokamera. An der Gitarre. Texte und Gesang. An der frechen Gosche. Werner Meier.